So, hi und hallo mal wieder. Und ja, ihr habt richtig gelesen. Mein zweites limitierten Kartenvideo habe ich mal jetzt gemacht. Und zwar Star Wars, limitierte Karten. Und ja, 13 verschiedene Serien. Jetzt werden einige vielleicht fragen, wieso 13? 11, maximal 12. Nein, 13 verschiedene Serien, limitierte Karten habe ich hier. Einmal, zweimal, das sind die roten hier, dann kommt dreimal, viermal, fünfmal, ihr erkennt das ja immer an die Rückseiten, die sind immer anders, sechs, sieben, das sind diese hier, dann kommt die achte, ist diese Rückseite, habe ich auch nicht so viele von, dann seht ihr hier, neun, zehn, elf, verschiedene Serien. Dann kommt die 12. Das ist diese hier. Da gab es keine Sammelmappe in Deutschland für. Das ist die Star Wars Extra Serie. Die musste ich mir extra aus England bestellen. Einige von euch kennen das Video. Gibt es auch limitierte. Ist die 12. Und was auch dazu gehört, ist natürlich diese hier. Lego Star Wars. Also gibt es 13 verschiedene Star Wars Serien. Dementsprechend auch die limitierten Karten. Fangen wir aber direkt mal an mit dieser, weil ich sie jetzt hier liegen habe. So, und jetzt müsst ihr nicht in die Kommentare schreiben. Es ist absolut übertrieben, was ich habe. Ich weiß es. Ich habe teilweise limitierte Karten, die habe ich 130 Mal. Ein und dieselbe Karte, 130 Mal. Warum komme ich auf so viele Karten? Ganz einfach, ich mache sehr viele Videos von Wundertüten, das wisst ihr, schon seit Jahren. Five Wundertüten, Star Wars Wundertüten, teilweise wo diese Magazine drin sind, wo eben die limitierten Karten bei sind. Mache ich immer wieder, dann gehe ich natürlich auf Flohmärkte. Da gibt es ja meistens die Stände, die kennt ihr auch, wo es ein und dieselbe Karte, also so Karten zu kaufen gibt für 1 Euro. Teilweise limitierte Karten, wenn dann nehme ich meistens immer so 6-7 Karten, nehme die meistens auch immer 5 Euro für, dann mache ich das. Dann komme ich nach Hause, packe die auf den Stapel, ich habe es euch schon mal gezeigt, mache ein Gummi drum, kommt in eine Schublade. Habe ich nach der Zeit vergessen, gehe ich wieder auf den Flohmarkt, weil ich da öfters bin, kaufe ich wieder teilweise dieselben Karten. Wenn ich günstig dran komme, mache ich das. Und deswegen habe ich auch so viele Karten. Und ihr seht hier, das ist offiziell. Hier sind die limitierten Karten vorbei, ihr habt wohl mitgekriegt, offiziell dann die Holo-Karten, die aber sehr viel wert sind. Teilweise bis zu 10 Euro werden die gehandelt und davon habe ich natürlich auch nur zweimal verschiedene Holo-Karten, die 100er und diese hier, die sind sehr hochwertig. Also da habe ich jetzt mal Hintergrund, ihr seht ein paar Stück, erste Serie. Kommen wir nun zur zweiten, da ist die Rückseite so. Aber auch da habe ich schon ein paar übertrieben viele Karten. Ihr seht es hier vorne. Lou, Boba Fett, Chewbacca und so weiter. Davon 5, davon 2 nur. Und dann fängt es an mit Darth Vader. Ah, ich zeige es euch mal. Alles Darth Vader müsste das sein. Und das meine ich so. Ich packe die dann immer auf den Stapel mit Gummiband in eine Schublade, dann vergesse ich das, dass ich die schon so viele habe. Nach ein paar Wochen wieder auf dem Flohmarkt, ich entdecke sie, dann kaufe ich sie. Oder Magazine, Wundertüten, ihr wisst es. Und deswegen komme ich an so viele Karten dran. Es ist übertrieben, ich weiß es. Aber gut, dass ich das gemacht habe. Ich habe jetzt schon teilweise die Preise gesehen, der limitierten Karten. Ja, die bleiben bei mir noch in der Schublade drinne. Die steigen ja an Wert. So, und jetzt sind ja natürlich, weil ich so viele limitierte Karten habe, ein paar richtig schöne Highlights dabei. So, was sind Highlights? Für den einen sind es die Preise. Für den einen die Serie. Wieder für den anderen das Design. Also werde ich meine Highlights natürlich nicht sagen oder zeigen. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, was ihr hier für Highlights hattet, wenn ihr das Video ganz zusammen seht. Ihr seht schon, 3,
drei davon zwei. Aber diesen liegen auch schon zwischen 7 und 12 Euro, glaube ich, rum das Stück. Teilweise sind ja hier auch Karten 20 bis 30 Euro. Aber einige von euch brauche ich das ja nicht zu sagen. Ihr wisst die Preise. Dann hier das Schiff, ich glaube, bei 10 Euro rum. Habe ich auch nur, wie ihr seht, auf dieser Seite 7-mal. 2-mal hier unten ein anderes Schiff, was aber auch ähnlich aussieht wie ein anderes limitierte Karte. Die zeige ich euch gleich, die ist nämlich auch in der Serie drin. Dann hier. Ah, R2-D2. 10, 12 Euro, glaube ich, rum oder teilweise noch mehr. Habe ich auch einige von. Ihr seht es, immer 9 Stück auf der Seite. 27 ist die dritte Seite. 36, 45, 49 Mal. Rechne mal 50 Mal. Ah, 10 Euro. Es hat sich gelohnt, dass ich sie doch noch habe. Ganz ehrlich, diese Karte, die limitierte. Der Jäger wird auch nicht so hoch gehandelt, aber auch um die 10 Euro rum. Da habe ich eine schon hintergetan, weil ich keine neue Sammelfolie mehr haben wollte. Eine Seite, aber ihr seht schon, das ist die dritte Serie, die ich jetzt euch gezeigt habe. Zeige ich euch die vierte. Aber ich werde natürlich auch noch andere limitierte Karten zeigen. Von Fußball, Major Tags und alles, was ich habe. Aber ich muss im Moment die Folien wieder bestellen. Bei mir, ihr seht es selber, gehen zurzeit ziemlich viel Folien über den Tisch. Und wo ich natürlich über die Folien bestelle, verlinke ich natürlich unter ein Video. Aber jetzt muss ich mir wieder diese Hüllen hier mindestens 100, 200 Stück davon bestellen, dass ich auch die nächsten Karten alle machen kann. Aber ihr seht es auch hier schon. Es sind einige. Anakin Skywalker. Dann Boba Fett. Die sieht richtig cool aus, wenn ich jetzt so dahinter. Boba Fett in grüne Rüstung, dann in grünen Hintergrund. Sieht nicht schlecht aus. Lando Calrissian, ja. Und hier vorne habt ihr ja gesehen, ist nur einmal Chewbacca. Aber Lando habe ich auch wieder ziemlich oft, wie ihr seht. Ha. Yoda. Der ist ja öfters in limitierten Kartenform gedrückt worden. Ich habe natürlich verschiedene davon, aber ihr werdet es ja gleich sehen, wenn ihr das Video weiter zu Ende anschaut. Einmal so, einmal anders. Aber ihr kriegt es mit und die meisten von euch wissen das ja sowieso. Fünfte Serie. Ich zeige euch immer den Hintergrund, dann wisst ihr natürlich sofort, welche Serie gemeint ist. Und natürlich dann auch, dass es alles echte sind. Seht ihr, da ist zum Beispiel Yoda wieder anders. Aber wahre Star Wars Boosterkarten, Freunde, Fans, brauche ich das nicht zu erklären. Der Stein. Und dann der Rest, nur Yoda. Die Karte, ich glaube, rum bei 7 Euro das Stück. Aber die Menge bei mir, die macht, ihr seht es, nur Yoda, 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 Yoda von dieser Serie. Ich weiß, aber ihr wisst ja jetzt auch, warum ich so viele habe. Weil ich so bekloppt bin. Und Wundertüten auf dem Flohmarkt sie kaufe. Und. Da das jetzt komme so langsam, wo ich die Karten richtig interessant finde. Auch die limitierten. Aber auch übertrieben viel davon habe. Ihr seht es. Alleine hier. Da ist nochmal Yoda. Wieder anders. Dann kommen wir zu den, die ich wiederum richtig interessant finde, mit den Rot, die Bösewichter. Aber auch da, jede Seite hat 9 Stück. Ihr seht es. Dann kommt hier übertrieben viel, ich weiß es. Dann kommt hier wieder, jetzt kommt wieder Anakin. Ich weiß nicht, warum ich den schon wieder so oft habe. Meine Güte, was ich da nach Jahren so zusammensammelt, wenn man nichts abgibt,
immer nur in Schubladen versteckt. Und es war eigentlich zu schade mit dem Gummi drum. Ich habe es teilweise, wo ich sie auseinander gemacht habe, richtig gemerkt, dass teilweise schon welche geklebt haben. Dann hier. Da ist Mo. Übertrieben viel. Braucht ihr mir nicht zu schreiben. Ich weiß es. Jede Seite mit 9 Stück. 5 Seiten schon umgeschlagen. Immer noch. Über 100 Stück von dieser eine Karte. Da habe ich wirklich zugeschlagen oder Wundertüten aufgemacht oder Five-Magazine oder. Auf jeden Fall richtig genug. Das war jetzt die 6. Kommen wir jetzt zur 7. Ups, die ist auseinandergegangen. Ah nein, die ist auseinandergefuchscht. Ah, jetzt kriegst du natürlich vor die Kamera jetzt nicht. Ich lasse mal jetzt ab, weil die ist ziemlich schwer. Ihr seht es schon. Die ist richtig schwer. Ich mache sie mal jetzt ganz auseinander. Ich muss sie ja noch in Leitsordner verpacken. Aber jetzt werde ich die einzelnen Seiten eben umkippen und dann seht ihr schon, auch wieder übertrieben, übertrieben viel. Aber die war eine coole Serie. Muss ich echt lassen. Ihr seht es ja schon. Ja. Davon so wenig, hiervon 2 und dann kommt übertrieben viel. Nämlich jetzt. Und nachher noch ein paar Schiffe, aber es war wirklich eine schöne Serie. Auch das Design der limitierten Karten, richtig interessant mit das Glitzer dahintergrund. Muss ich ja echt sagen. Dann seht ihr schon, eine hier unten nur, eine 1, ich weiß nicht warum. Seht ihr, das meine ich damit. Es gibt Karten, die habe ich nur 1-2 Mal. Und dann gibt es Karten, die habe ich übertrieben viel. Und ihr seht es schon, übertrieben viel ist kein Ausdruck. An die anderen Raumschiffe. Es sind wirklich schöne Karten. Wenn ich sie mir jetzt wieder so alle die alten Karten, die limitierten anschaue, habe ich gleich richtig Lust, die Sammelmappe rauszuholen und alle Karten nochmal durchzugehen. Ja, es sind schöne Karten. Ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare, welche Serie ihr am interessantesten fandet. Wenn ihr euch mit der Serie nicht auskennt, sagt einfach die Farbe der Hintergrund oder eben die du an 4. gemacht hast oder als 6. oder als 1. Ganz egal, schreib es mir einfach in die Kommentare. Und wenn ich weiter mit den limitierten Karten euch präsentieren soll, auch von anderen Serien, wie gesagt, Match Attacks, Fußball, Euro, WM und, da habe ich ja noch mehr von. Lasst einfach einen Daumen hoch, wenn ihr keine Lust zum Schreiben habt. Aber wie gesagt, ich muss mir erst auf jeden Fall wieder ein paar hundert Hüllen bestellen. Also 200 Hüllen werde ich mir bestellen. Und wo verlinke ich natürlich unser Video. Und jetzt komme langsam zu den Serien, wo ich nicht so viele habe. Ich weiß nicht warum, das ist die Extra-Serie. Aber die liegen auch so zwischen 10 und 20 Euro. Aber wie gesagt, ich weiß nicht. Aber ich habe ja noch nicht in den Keller geguckt. Da habe ich auch noch Kisten mit Karten drin. Vielleicht sind da ja noch richtige von die Karten auch nochmal 20 Stück. Ich weiß es nicht. Aber da habe ich jetzt wirklich keine Lust nachzuschauen. Und vor allen Dingen habe ich Angst. Ich weiß nicht, was ich finde. Seht ihr, das sind jetzt so die älteren, die ich richtig cool finde. Obwohl, ihr seht schon, witzigen Unterschied. Und eben die 12. Serie. Einige von euch werden die kennen. So, und die 13. Star Wars Serie brauche ich eigentlich nicht zu zeigen, weil ihr kennt das Video, Lego limitierte Karten, da ist sie drin. Aber weil es eben Star Wars ist, blätter ich jetzt auch da nochmal rum, weil da kamen 2 Karten dazu, das gebe ich. Wer das Video gesehen hat und mitgezählt hat, weiß wohl dann anschließend, welche 2 Karten dazugekommen sind.
aber es ist offiziell eine Star Wars Serie. Lego Star Wars, coole Karten, cooles Design. Ich finde die richtig toll, muss ich echt sagen. Auch einige habt ihr ja gesehen, übertrieben viel, aber ich hab sie. Und das kommt ja davon, wenn ich viele Five-Magazine, viele Five-Wundertüten aufmache und so weiter, dann sind die eben doppelt. So, und das waren es jetzt. 13 verschiedene Star Wars Serien. Und jetzt schreibt ihr mir natürlich in die Kommentare, welche ihr am liebsten findet, welche ihr cool findet, welches Design ihr magt und. Dass übertrieben limitierte Karten bei mir sind, braucht ihr nicht zu schreiben. Ich weiß es, das leuchtet mir ein, aber ich hab's ja nun mal. Aber schreibt ihr mir auch in die Kommentare, how ich weitermachen soll mit den limitierten Kartenvideos. Was soll ich als nächstes machen? Gebt mir mal einen Tipp. Ich habe so viele noch. Ich wollte Major Text machen. Ich wollte WM machen und. Aber wie gesagt, ich muss mir erst noch Hüllen bestellen. Das nächste Video kann wieder etwas länger dauern, weil ich weiß nicht, wann die ankommen. Wo ich die Hüllen bestellt habe, wisst ihr ja, einigermaßen guter Preis, verlinke ich unter dem Video. Und jetzt seid ihr gefragt. Eure Meinung bitte. Oder lasst einfach einen Daumen hoch da, wenn euch das gefallen hat. Und deswegen sage ich wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.